ich bin hier. Was für ein Zufall, ich auch. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Also seit ich das Spiel spiele, habe ich da schon drauf geachtet. Aber es ist trotzdem natürlich immer schwierig. Außerdem, ganz genau, die Antwortoption gibt es zum Glück, ist das Whataboutism. Und das hat noch nie ein Problem gelöst. Das ist immer Bullshit. Wir reden hier nicht von mir. Oh doch, das tun wir. Haben sie dich geschickt, um mich zu töten? Wer sind sie? Was soll das heißen, sie? Die Herzogin hat mich angeheuert. Du ermordest ihre Untertanen. Ach, so einfach ist das? Ich würde der Herzogin ja ausrichten lassen, dass ich nur noch ein Opfer fordern werde. Aber ja, die Chance kriegst du nicht. Der hat so viel Gürtel. Wenn das hier ein Anime wäre, dann wären wir erledigt. Geralt, ich habe mich nur verdrückt. Du musst dein Schwert schon verprügeln, wenn du es mit bösen Händen. Shit. Das war alles nicht gut. Schon wieder. Mein Gott, der spinnt aber auch ein bisschen. Hey MHN, wie geht's? Danke fürs Subscriben. Du solltest bleiben, wo du warst. Regenerieren! Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund. Hallo, Geralt. Regis? Alles in Ordnung? Alles gut. Alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund. Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Eine bemerkenswerte Regeneration. Wie hast du das gemacht? Ich bekam Hilfe. Von dem, den du jagst. Von ihm? Wie das? Und was hast du all die Jahre gemacht? Das ist weder der Ort noch die Zeit für diese Geschichten. Ich nehme an, wir können uns später in Ruhe unterhalten. Jetzt müssen wir uns mit dem Grund unseres Hierseins befassen. Es ist also kein Zufall, dass du hier bist. Ich freue mich, dass deine deduktiven Fähigkeiten noch so gut erhalten sind. Ich bin wegen Detlef hier. Ich fürchte, er hat sich in ernste Schwierigkeiten gebracht.
So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran. Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin, und davor mindestens drei andere. Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Milchbart, der tötet, weil es ihm Spaß macht, oder um sich die Kehle zu netzen. Was hat er denn deiner Meinung nach für Gründe? Das will ich herausfinden. Dann werde ich ihn überzeugen, wie falsch sein Vorgehen ist. Scheinst ihm ja einiges zuzutrauen. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch, 964? Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla. Frauen und Kinder starben, ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien, ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendein vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlef hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße und die Legende war geboren. Wie edel von ihm. Aber warum erzählst du mir das? Damit du verstehst, dass Detlef kein kaltblütiger Mörder ist. Ich glaube, dass er in irgendwelche Schwierigkeiten geraten ist und keinen Ausweg sieht. Wie kommst du darauf? Vilgefortz hat mich eingeschmolzen. Detlef fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet das für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlefs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr. Ich finde es vor allem erstaunlich, dass er anscheinend auch seine Kleidung regenerieren kann. Das ist schon eine ziemlich crazy Fähigkeit. Gibt es da was Bestimmtes, das ihn so in Rage gebracht haben kann? Wie soll ich das erklären? Detlef versteht weder Menschen noch ihre Welt, ihre Regeln. Oder Konventionen. Oh, vor allem nicht. Er ist gewissermaßen naiv. Er weiß nicht, was Lügen und Täuschen bedeutet. Er ist also schlecht angepasst und übt jetzt Rache? Jedenfalls kann mangelnde Anpassung zu Konflikten führen. Aber diesmal? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Das mit der Kleidung ist nur so zu erklären, er ist Udo. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, er kann anscheinend nur die Kleidung auf seinem Rücken regenerieren, nicht an seinem Brustkorb, und Blutflecken kriegt er auch ganz schlecht raus. Tja. Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlef kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden.
Ich habe auf dem Friedhof Mère Lachaise Long Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. Hexer, wir kamen so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug. Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. Tja, aber leider bin ich ziemlich tot. Mein Geralt ist schon ein Pokerface, ne? In Wirklichkeit hat uns der Vampirfreund nämlich sowas von knapp das Leben gerettet. Aber er tut die ganze Zeit so, als hätten wir den Vampir fast getötet. So, ich finde zwar die Hauptstory jetzt echt ganz interessant und würde am liebsten weitermachen, aber wir machen wirklich wieder meine niedrige Level-Quests zuerst Regel, weil auch der Schwierigkeitsgrad angemessen ist und insofern macht es auch Sinn, dass wir ein bisschen mitleveln. Also uns an den Quests entlang hangeln. Wir haben halt jetzt hier in dieser Karte natürlich noch keine Schnellreisepunkte nirgends. Das heißt, wir müssen sehr viel rumreiten. Aber jetzt, mein Gott, das ist echt irgendwie, wir haben immer noch nicht die Stadt verlassen bis jetzt. Immer noch nicht. Und wir sind jetzt schon seit bestimmt fünf Stunden oder so hier. Irgendwie ist das cool, aber auch ein bisschen crazy. Weißröckchen, wann hebst du dein Kleid? Ist das nicht toll hier? Wein in Strömen, Ruhe und Ich glaube, ich hol Plätze. Oder? Na, aber bis jetzt Plätze? Nee, Quatsch. Bis ich aufgestiegen bin und bis wir dann wieder losreiten und dann verheddern wir uns wieder. Da sind wir zu Fuß, glaube ich, schneller. Ah, Quest da unten. Meiner Treu, oder da ist oben. Ist das nicht Geralt? Geralt von Rive? Meine Augen haben mich nicht getäuscht. Und doch, Geralt von Rive, der berühmte Hexer so weit im Süden, mit all seinem Ruhm? Nee, den genau Ruhm habe ich daheim gelassen. Im Süden mit all seinem Ruhm. Ach, was habe ich nicht schon von dir gehört. Als Meister Rittersporn in Beauclair weilte, verging kaum ein Tag, da er deine Taten nicht in Balladen rühmte. Ja, das ist so ein lästiger Tick von ihm. Aber was kann ich für dich tun? Ach, weißt du, mein Verlobter François Le Joff hat geschworen, mir das Haupt einer grässlichen Bestie namens Grottore zu Füßen zu legen. Hätte es ein Blumenstrauß nicht auch getan? Mit ein paar Süßigkeiten? Hexer, du spaßest wohl. Wahre Liebe will bewiesen sein, durch Heldentaten für die Besitzerin des Herzens. Doch, ach, François ist schon seit 2 Wochen weg. Daher muss ich dich anflehen, zu schauen, was aus ihm geworden ist. Würdest du? Was weißt du noch über diesen Grottore, Mademoiselle? Dem Namen nach ist er ein Höhlenbewohner. Ja. Und von dort geht er jagen, wenn er Hunger hat. Nächtens schleicht er in die Dörfer, bricht die Fensterläden auf und schnappt sich die Säuglinge schneller aus den Wiegen, als sie schreien können. Nachtaktiv, lange Greifarme, intelligent. François sagte, er würde dem Abschaum ein schnelles Ende bereiten, aber nun ist er schon so lange weg. Hilfst du mir, Herr? Ich kann nicht mehr schlafen. Diese Sorge wird noch mein Tod sein. Ich werde mein Bestes tun, deinen Verlobten wohlbehalten zurückzubringen. Sagst du mir noch, wo ich suchen soll? Ich vergaß, dass du von weit her kommst und die Gegend nicht kennst. Der Grottore soll in den Höhlen am Fuße der Gorgo hausen. So nah bei der Stadt? Und niemand hat versucht, ihn zur Strecke zu bringen? Ganz im Gegenteil. Viele haben das.
Doch ist keiner zurückgekehrt. Meine Sorge ist begründet. Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Verdammt. Aber es ist überhaupt nicht unser Quest-Dingens eigentlich, was ich jetzt machen will. Das ist auch wieder ganz weit weg. Aber das hat mir die Quest automatisch ausgewählt. Eine Unverschämtheit. Level 45 ist ein bisschen hoch. Aber eigentlich, ich weiß gar nicht, wie hoch sind wir denn? Ich glaube, eigentlich sind wir schon ziemlich hochlevelig, ne? Level 40, ja. Aber ich bin auch irgendwie, ich habe Geralt irgendwie fertig geskillt. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich meine, ich könnte vielleicht, keine Ahnung. Schwächt in der Rüstungswert dauerhaft. Der Effekt steigt. Na gut, das könnte ich vielleicht noch austauschen. Ein Alternativmodus für Igni. Dieser kleine Flammenwerfer, ne? Und dann könnte ich sogar noch... Nee. Ach, ich mag dieses Level-System nicht. Ich mag es einfach nicht. Dass man sich hier so entscheiden muss, finde ich einfach nicht gut. Aber ja, whatever. Aber ich glaube, fürs Hochleveln kriegen wir trotzdem noch irgendwie mehr Lebensenergie oder irgendwie sowas. Ich glaube, ich meditiere mal kurz, dann sind wir nicht mehr vergiftet und ich glaube, vielleicht sogar geheilt? Ich weiß es gar nicht. Ja, na dann. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Wozu haben wir eigentlich Ritter? Oh, ich laufe gleich wieder an der nächsten Quest vorbei anscheinend. Die holen wir uns auch ab, wenn wir schon hier sind, würde ich sagen. Wehe, du reitest in deinem Zustand. Widerlich. Was ist das denn hier für eine Unruhe? Warum tut denn niemand was? Was ist hier los? Ah, du kommst wegen des Auftrags? Bist du ein Hexer, Meister? Der Krach auf dem Friedhof. Bist du der, den er stört? Ja, und ob. Und der stört anscheinend nur mich. Jedenfalls hat sonst niemand irgendwelche Maßnahmen ergriffen, obwohl alle den Radau hören können. Ich habe schon die Herzogswache eingeschaltet, aber die will nichts gefunden haben. Vermutlich hat sie nicht mal nachgesehen. Was soll ich jetzt machen? Selber auf dem Friedhof rumschnüffeln? Und diesen Lärm gibt es jede Nacht? Und ob? Ich wohne nebenan. Ich höre es laut und deutlich. Als hätte mir jemand ein Hörrohr ins Ohr gesteckt. Dann krach! Bumm! Als würde ein Bär im Geschirrschrank gebumst. Ich weiß genau, was du meinst. Gut, ich kümmere mich darum. Gab es Opfer? Wird jemand vermisst? Oder gibt es nur ein Lärmproblem? Es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Wieso? Glaubst du, es ist ein Monster? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es könnten auch Grabräuber oder Vagabunden sein. Man wird sehen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer fände. Wie auch immer. Mögen die Götter mit dir sein, Meister. Ein köstlicher, köstlicher Hexer. So, aber auch diese Quest machen wir jetzt nicht. Almosen für die Armen. Ich könnte töten für einen Bissen.